Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial, das letzte Tutorial zu Katy Perry. Heute geht es um ihre Haare. Ihre Haare sind ja recht dunkel und vor allem sehr schwarz. Und da nun wirklich einzelne Haare darzustellen, ist vielleicht für den einen oder anderen etwas schwierig. Ich habe das zuerst gemacht, dass ich wieder mit Panpastell ein bisschen vorgrundiert habe. Alleine schon, weil wenn man dann mit den Polykumus einzelne Striche malt, das höchstens dann, wenn man nicht ganz so doll aufdrückt, die Struktur zu sehen ist oder das Weiß dann halt durchschimmert. Und das ist wirklich nicht gerade sehr hilfreich, vor allem wenn man dann auch so viele Haare zeichnen muss. Ihr seht, dass ich zwischendurch halt immer noch am Gesicht arbeite, aber oben schon den Ansatz angefangen habe. Dadurch, dass sie vor allem die Schatten halt auch rechts über ihrem Auge und neben ihrer Nase sind die Schatten fast schwarz, allerdings haben sie einen lilanen Unterton und das habe ich dann auch für die Haare benutzt, damit es halt nicht nur schwarz ist und auch auf keinen Fall grau, sondern wirklich dann schwarz und dunkelviolett. Man kann auch dunkelblau nehmen, aber ich habe mich für ein Violett entschieden. Wie schon bereits in anderen Videos erwähnt, benutze ich halt Panpastell ganz gerne mal für eine Grundierung. Nicht bei jedem Bild, aber bei so einigen. Vor allem in der letzten Zeit habe ich es jetzt schon zweimal ausprobiert und davor habe ich es auch schon einige Male ausprobiert, allerdings nicht mit Panpastell. Und dann passiert Folgendes. Ich grundiere zuerst mit einem Schwämmchen bzw. zum Beispiel mit einem Lidschattenapplikator, nehme ich dann heißens Grau oder Schwarz von Panpastell und bringe es halt aufs Blatt, auf die Fläche und mache dann ja höchstens erstmal ein paar Striche mit Schwarz, ein paar grobe Striche, dann etwas Violett, dann wieder etwas Schwarz und mache das dann immer dichter, bis es dann fast wirklich komplett schwarz ist. Achtet darauf, dass ihr die Haare wirklich mit ein bisschen Schwung macht und sie wirklich nicht alle komplett in dieselbe Richtung gehen, weil zwar ist dieses Bild in einem Fotoshooting entstanden, trotzdem wollen wir es so natürlich wie möglich machen und dann sollen die Haare nicht aussehen wie eine Perücke oder vom Friseur direkt, sondern wirklich halt natürlich, weil ihr wisst, Haare fallen in alle Richtungen, auch manchmal in denen sie nicht fallen sollen, aber das ist ein anderes Thema. An einigen Stellen könnt ihr es fast komplett schwarz machen, weil natürlich haben auch jetzt zum Beispiel beim Ansatz oder rechts ist es halt ein bisschen dunkler unten, weil dort einfach weniger Licht drauf kommt. Und dann gibt es einige Stellen, die ihr ruhig noch halt lila lassen könnt. Diese zwar dann einzeln mit Strichen halt noch ein bisschen ausfüllen könnt, vor allem dann sieht man halt die einzelnen Haare. Und dann habe ich, ganz wichtig, kein Weiß genommen, sondern das hellste Kaltgrau genommen. Allerdings nicht von den Polychromos, sondern von den Albrecht Dürer Stiften. Das sind Aquarellstifte, die dann halt etwas weicher sind und halt mehr Farbe abgeben. Und die konnte man dann je nachdem, das ist aber eher auch ein Zufall. Manchmal geben diese Stifte viel Farbe ab und manchmal sieht man es halt gar nicht. Aber wirklich, dann entsteht halt der Effekt, dass man halt noch einige Haare extrem betonen kann, so dass es einfach aussieht, als ob gerade sie Licht reflektieren.
Und dann könnt ihr halt, wie gesagt, das Licht kommt, sagen wir jetzt einfach mal von links, weil ja auch rechts die Schatten sind. Also könnt ihr den Hinterkopf bzw. die Haare, die man sieht, halt heller lassen, beziehungsweise das Lila halt, sie lila lassen. Es ist ja schon ein dunkles Lila, aber neben dem Schwarz sieht es aus, als wäre das halt die helle Stelle. Und dann, was auch wichtig ist, ein paar Haare, die natürlich aus der Reihe tanzen, beziehungsweise einfach die etwas rausstehen, einzelne kleine Strähnen, die oben rausstehen, die könnt ihr dann einfach höchstens in dünnen Strichen oder ein bisschen grober machen. Und ja, das Ganze geht dann so weiter. Ihr könnt dann individuell die ganzen Lichtreflexe auf den Haaren lassen. Allerdings macht nicht zu viele, weil sonst sieht es wirklich nicht natürlich aus. Und wenn es halt so durcheinander ist, so hier mal mehr, da mal weniger, da überhaupt nichts, dann sieht es wirklich viel realistischer aus. Um nochmal die Frage zu klären, welche Pan-Pastellfarben ich fürs Gesicht benutze, das ist einmal Rotoxid hell und einmal Sienna gebrannt hell. Das sind also zwei Farben, die ich miteinander mische, oder manchmal nehme ich auch nur Sienna gebrannt hell. Und dann, wie gesagt, die ganzen Schatten kommen dann mit den Polychromos, und bei den Haaren war es ein neutral grau extra dunkel. Dafür könnt ihr auch sicherlich andere Pastellfarben nehmen. Allerdings die von Pan Pastel wirklich die allerweichsten, und deshalb lassen sie sich halt so regelmäßig auftragen und verklumpen nicht oder sonstiges. Was man halt bei Pan Pastel auch beachten sollte, bei mir ist es wirklich schon so eine Angewohnheit geworden, dass ich die ganze Zeit, wenn ich mit Pan Pastel arbeite, diese ganzen Krümel, die dann halt dabei entstehen, wenn man es aufträgt, dass ich sie die ganze Zeit wegpuste. Also ihr solltet halt vorsichtig sein, weil diese Pigmente sind wirklich sehr stark, und wenn ihr dann mit der Hand drüber fährt, dann habt ihr halt an manchen Stellen Farbe, wo ihr sie gar nicht haben wolltet. Also vielleicht könnt ihr euch auch angewöhnen, einfach die ganze Zeit dann die kleinen, ja, Pigmente wegzupusten. Was dann auch noch ein Tipp wäre, wenn man zum Beispiel radiert und dann diese ganze Späne dabei entsteht, also die ganzen Fussel da, und oder zum Beispiel bei diesen Pigmenten, dieser ganze Staub, man kann die auch ganz gut mit einem Pinsel entfernen. Mit Taschentuch oder mit der Hand, das verschmiert alles, da bleibt es hängen auf dem Blatt. Aber mit einem Pinsel, da ist es sogar, glaube ich, egal welchen ihr nehmt, kann man die auch ganz leicht vom Blatt entfernen. So, das wäre dann auch schon das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch was gebracht und vielleicht habt ihr was gelernt, und wir sehen uns dann beim nächsten Video.